Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem vierten Teil des Einführungslehrgangs Zivilprozess für Rechtsreferendare, in dem wir uns eingehend mit dem Recht rund um Beweis und Beweisaufnahme beschäftigen wollen. Warum wollen wir das tun? Es ist zwar einzuräumen, dass das Beweisrecht für die Klausur keine alles andere überragende Bedeutung hat. Dies ändert jedoch nichts daran, dass es zumindest am Rande und punktuell sehr wohl für die Klausur relevant werden kann, worauf ich jeweils hinweisen werde. Ungeachtet dessen gehören Grundkenntnisse im Beweisrecht zum zivilprozessualen Grundwissen, zumal die Beweisaufnahme in der zivilrechtlichen Praxis eine außerordentlich große Rolle spielt. Warum hat die Beweisaufnahme in der Praxis eine solche Bedeutung? Dies hängt damit zusammen, dass im Zivilprozess in der Praxis, anders als etwa in den Klausursachverhalten zum ersten juristischen Staatsexamen, die tatsächliche Grundlage jedenfalls auf den ersten Blick unklar sein kann. Es kommt oft vor, dass Kläger- und Beklagtenseite ein und denselben Sachverhalt auf der tatsächlichen Ebene abweichend voneinander darstellen. Die streitentscheidenden Tatsachen sind in der Praxis und teilweise auch in der Klausur also oft umstritten und damit erst einmal unklar. Im Recht rund um die Beweisaufnahme geht es letztlich darum, wie solche Unklarheiten ausgeräumt werden, beziehungsweise wie zu verfahren ist, wenn solche Unklarheiten gerade nicht behoben werden können. Im Zusammenhang mit der Beweisaufnahme sind letztlich drei Problemkreise ins Auge zu fassen. Zunächst stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen überhaupt eine Beweisaufnahme durchgeführt wird. Wenn auf diese Weise festgestellt wird, dass eine Beweisaufnahme erforderlich ist, stellt sich im nächsten Schritt die Frage, wie diese durchgeführt wird. Nach ihrer Durchführung wiederum stellt sich das Problem, wie das Ergebnis der Beweisaufnahme zu würdigen ist und wie sich dies auf den Rechtsstreit auswirkt. Beginnen wir also mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen im Zivilprozess überhaupt eine Beweisaufnahme erfolgt. Diese Voraussetzungen kann man in drei Gruppen unterteilen. Zum einen muss grundsätzlich ein statthafter Beweisantritt vorliegen. Das heißt, es muss, jedenfalls grundsätzlich, ein Beweis von den Parteien angeboten worden sein. Des Weiteren muss der Beweis sich auf eine beweisbedürftige Tatsache beziehen. Hierbei handelt es sich um eine extrem wichtige Voraussetzung, deren Kenntnis gerade auch für das Gelingen einer Klausur von großer Bedeutung sein kann. Schließlich darf eine Beweisaufnahme nicht unzulässig sein. So, diese Voraussetzungen wollen wir uns nun in der Folge ein wenig genauer anschauen. Wir beginnen mit dem statthaften Beweisantritt. Grundsätzlich ist erforderlich, dass die beweisbelastete Partei für die Tatsache einen Beweisantrag stellt. Nach der Grundkonzeption der ZPO wird also nicht von Amts wegen über eine Tatsache Beweis erhoben, sondern nur aufgrund eines entsprechenden Antrages einer Partei. Allerdings ist einzuräumen, dass dieser Grundsatz mittlerweile stark durchlöchert ist. Wie man exemplarisch an § 144 Absatz 1 ZPO erkennen kann. Nach dieser Vorschrift zum Beispiel kann das Gericht auch von Amts wegen eine Begutachtung durch eine Sachverständige anordnen. Dennoch sollte man sich hiervon nicht verwirren lassen. Im Grundsatz erfordert die Beweisaufnahme einen Beweisantrag. Weiter ist zu beachten, dass je nach konkretem Beweismittel das Gesetz unter Umständen weitere konkrete Voraussetzungen an den Beweisantritt stellt. Beispielhaft sei hier auf § 373 ZPO verwiesen,
wonach der Beweisantritt beim Zeugenbeweis, die Benennung des Zeugen sowie die Bezeichnung der Tatsachen, über die die Vernehmung des Zeugen stattfinden soll, erfordert. Grundsätzlich muss der Beweisantrag jedenfalls eine hinreichend konkrete Tatsache behaupten und hierfür ein konkretes Beweismittel anbieten. Auch reicht es nicht aus, dass irgendeine Partei den Beweisantrag stellt, sondern erforderlich ist ein solcher Antrag der beweisbelasteten Partei. Ich werde später noch auf die Frage eingehen, wer eigentlich die Beweislast trägt. In der Praxis ist diese Voraussetzung im Regelfall unproblematisch. In der Klausur sind in dieser Hinsicht im Regelfall auch keine Probleme angelegt. Von großer Bedeutung ist die zweite Voraussetzung für die Durchführung einer Beweisaufnahme. Eine solche wird nämlich nur hinsichtlich beweisbedürftiger Tatsachen durchgeführt. Hier müssen wir uns also nun Gedanken darüber machen, was eine beweisbedürftige Tatsache darstellt. Im Wesentlichen besteht Beweisbedürftigkeit unter zwei Voraussetzungen. Wenn die behauptete Tatsache zwischen den Parteien streitig ist und wenn sie für die begehrte Entscheidung überhaupt erheblich ist. Also, grob zusammengefasst, ist eine Tatsache beweisbedürftig, wenn sie streitig und entscheidungserheblich ist. Das ist ein Grundsatz, der auf jeden Fall bekannt sein sollte. Überlegen wir an dieser Stelle kurz, wann eine Tatsache zwischen den Parteien streitig ist. Ganz allgemein gesagt ist eine Tatsache streitig, wenn sie von den Parteien unterschiedlich dargestellt wird. Beispiel: Der Kläger sagt, er habe beim Abbiegevorgang mit seinem PKW geblinkt, während die Beklagte ausführt, der Kläger habe genau dieses nicht getan. An dieser Stelle möchte ich zur Frage des Bestreitens und zu Problemen, die in diesem Zusammenhang auftauchen können, noch gar nicht so viel ausführen. Mit diesem Begriff werden wir uns in einer der nächsten Unterrichtseinheiten noch genauer beschäftigen. Halten wir an dieser Stelle jedenfalls fest, dass nur eine streitige Tatsache beweisbedürftig ist. Des Weiteren sind nur entscheidungserhebliche Tatsachen beweisbedürftig. Das bedeutet, dass nur eine solche Tatsache eines Beweises bedarf, die für die Zulässigkeit oder Begründetheit der Klage relevant ist. Insbesondere die ein anspruchsbegründendes Merkmal oder ein Gegenrecht ausfüllt. Ob eine Tatsache in diesem Sinne entscheidungsrelevant ist, findet man leicht heraus, indem man sich überlegt, wie die Entscheidung ausfiele, wenn das Vorliegen der Tatsache unterstellt wird und wie sie ausfiele, wenn das Vorliegen der Tatsache nicht unterstellt wird. Stellt sich dann heraus, dass die Entscheidung in beiden Fällen dieselbe ist, ist die in Frage stehende Tatsache nicht entscheidungserheblich. Würde dagegen die Entscheidung unterschiedlich ausfallen, steht fest, dass die Tatsache entscheidungserheblich ist. Also noch einmal zusammenfassend der Grundsatz. Beweisbedürftig ist eine Tatsache nur dann, wenn sie streitig und entscheidungserheblich ist. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von diesem Grundsatz, also Fälle, in denen eine Tatsache zwar streitig und entscheidungserheblich ist, aber dennoch nicht beweisbedürftig. Insoweit verweise ich zunächst auf die Paragraphen 287 und 291 ZPO, die Sie sich bei Gelegenheit einmal durchlesen sollten. Sonderlich examensrelevant sind diese Vorschriften nicht. Meines Erachtens reicht es aus, wenn man weiß, dass es sie gibt. Bereits an dieser Stelle sollte man sich klar machen, dass Beweisbedürftigkeit auch dann nicht gegeben ist, wenn die entsprechende Tatsache bzw. ein darauf bezogenes Beweismittel gemäß § 296 ZPO oder auch gemäß § 296a ZPO präkludiert ist. Wenn Sie an dieser Stelle noch nicht wissen,
was mit Präklusion in diesem Sinne gemeint ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Wir werden uns später noch einmal damit beschäftigen. Ganz grob zusammengefasst liegt ein Fall der Präklusion in diesem Sinne vor, wenn zum Beispiel eine Tatsachenbehauptung bzw. ein darauf bezogenes Beweisangebot verfristet bzw. verspätet erfolgt. Ebenfalls liegt keine Beweisbedürftigkeit vor, wenn das Gericht infolge der Bindungswirkung gemäß § 68 ZPO oder gemäß § 322 ZPO an ein früheres rechtskräftiges Urteil gebunden ist und die nun in Frage stehende umstrittene Tatsache im früheren Urteil schon geklärt wurde. Auch diese Bindungswirkung werden wir uns zu gegebener Zeit noch einmal genauer anschauen. Gut, meine Damen, meine Herren, wir haben nun geklärt, in welchen Fällen Beweisbedürftigkeit besteht. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine ganz grundsätzliche Voraussetzung für die Beweisaufnahme handelt, die man auf jeden Fall kennen muss. Eine weitere Voraussetzung für die Beweisaufnahme ist die Zulässigkeit der Beweisaufnahme. Es gibt Fälle, in denen von vornherein die Beweiserhebung unzulässig ist. Dies kann sich etwa aus der zu beweisenden Tatsache, dem Beweismittel oder auch der beantragten Beweismethode ergeben. Ein Beispiel hierzu. Nehmen wir an, eine Zeugin, die ein Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 383 Absatz 1 ZPO hat, beruft sich auf dieses und verweigert daher das Zeugnis. Wenn in der Folge nun eine Partei dennoch die Vernehmung der Zeugin beantragt, ohne dass Anzeichen dafür bestehen, dass die Zeugin in der Zwischenzeit ihre Meinung geändert hat, dann wäre die Beweiserhebung unzulässig. Allerdings muss ich einräumen, dass solche Fälle relativ selten und in der Klausur keine große Rolle spielen. So, wir haben nun die Voraussetzungen für das Ob der Beweisaufnahme untersucht. Wenn wir nun zum Schluss gekommen sind, dass eine Beweisaufnahme erforderlich ist, müssen wir überlegen, wie die Beweisaufnahme durchgeführt wird. Es gibt im Grunde im Zivilprozess zwei Beweisarten. Zum einen gibt es den Strengbeweis, zum anderen den sogenannten Freibeweis. Was bedeuten diese Begriffe? Strengbeweisverfahren bedeutet, dass das Gericht grundsätzlich darauf beschränkt ist, auf die in der ZPO vorgesehenen Beweismittel zurückzugreifen. Hierbei handelt es sich um 5 Beweismittel, die man kennen sollte: Zeugen, Augenschein, Sachverständige, Urkunden, Parteivernehmung. Freibeweisverfahren dagegen bedeutet, dass sich das Gericht auf alle denkbaren Beweismittel, auch wenn sie nicht in der ZPO explizit vorgesehen sind, stützen kann und dabei auch nicht an in der ZPO vorgesehene Verfahren gebunden ist. Wann nun wendet das Gericht das Strengbeweisverfahren und wann das Freibeweisverfahren an? Nach der herrschenden Meinung in der Rechtsprechung ist das Strengbeweisverfahren für alle Voraussetzungen zu prüfen, die die Begründetheit einer Klage betreffen. Soweit Prozessvoraussetzungen zu prüfen sind oder auch soweit es um sonstige Voraussetzungen rein prozessualer Normen geht, wendet die Rechtsprechung das Freibeweisverfahren an. Diese Unterscheidung ist im Gesetz leider nicht wirklich angelegt. Allerdings sollte man diese Rechtsprechung bzw. diese von der Rechtsprechung vorgenommene Unterscheidung kennen. Am Rande will ich an dieser Stelle auf § 294 ZPO hinweisen. Dort ist die Glaubhaftmachung als besondere Beweisart genannt. Glaubhaftmachung ist nur dann zulässig, wenn sie durch das Gesetz ausdrücklich für ein bestimmtes Verfahren vorgesehen ist. Im Klageverfahren
ist die Glaubhaftmachung weitgehend, wenn auch nicht vollständig, bedeutungslos. Für den einstweiligen Rechtsschutz dagegen spielt sie eine relativ große Rolle, wie sich aus § 920 Absatz 2 ZPO ergibt. Wir müssen uns an dieser Stelle mit der Glaubhaftmachung noch nicht großartig auseinandersetzen. Ich will allerdings jetzt bereits kurz darauf hinweisen, dass in dem Fall, dass die Glaubhaftmachung als Beweisart gesetzlich zugelassen ist, neben den im Strengbeweis zulässigen Beweismitteln auch die sogenannte eidesstattliche Versicherung als Beweismittel zulässig ist. Wie wird nun die Beweisaufnahme durchgeführt? Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Beweisaufnahme auf irgendeine Art von gerichtlichen Beweisanordnung beruht. Dies kann zum Beispiel eine formlose Verfügung gemäß § 273 Absatz 2 ZPO sein oder auch eine formlose Anordnung in der Hauptverhandlung. Denkbar ist auch, dass das Gesetz eine formlose Anordnung nicht ausreichen lässt, sondern einen förmlichen Beweisbeschluss erfordert. Insoweit verweise ich exemplarisch auf die Paragraphen 358, 358a und 450 Absatz 1 ZPO. Wenn Sie sich zum Beispiel die letztgenannte Norm anschauen, dann erkennen Sie, dass die Parteivernehmung zwingend nur durch förmlichen Beweisbeschluss des Gerichts angeordnet werden kann, nicht auch durch formlose Beweisanordnung. Wir wollen uns nun die einzelnen Beweismittel ein wenig genauer anschauen. Auch hier muss ich vorausschicken, dass die Folien hier und da möglicherweise etwas zu ausführlich geraten sind. Betrachten wir zunächst kurz den Zeugenbeweis, der in den Paragraphen 373 fortfolgende ZPO geregelt ist. Hier sollten wir uns zunächst klar machen, was überhaupt ein Zeuge ist. Ein Zeuge ist eine natürliche Person, die von eigenen Wahrnehmungen bestimmter vergangener Tatsachen berichten soll. Wichtig ist hier vor allem, dass man den Zeugen von den sonstigen im Prozess beteiligten Personen trennt. Eine Partei im Prozess ist nur Partei und kann nicht gleichzeitig Zeugin sein. Die formale Stellung als Partei schließt also die Zeugeneigenschaft aus. Eine Partei kann demnach nicht als Zeuge im Prozess verwertet werden. Im Einzelfall kann diese Unterscheidung etwas problematisch sein. Ich verweise hier etwa auf den Paragraphen 455 ZPO. Wenn eine Partei nicht prozessfähig ist, dann ist nach Absatz 1 dieser Vorschrift ihr gesetzlicher Vertreter als Partei zu behandeln. Dieser gesetzliche Vertreter kann also dann nicht als Zeuge auftreten. Beachten Sie dabei dann allerdings die Ausnahmevorschrift hierzu in Absatz 2. Weiterhin sollte man sich den Unterschied zwischen einer Zeugin und einer Sachverständigen klarmachen. Eine Zeugin berichtet von eigenen Wahrnehmungen bezüglich vergangener Vorgänge. Eine Sachverständige tut dies grundsätzlich nicht, sondern sie berichtet von, zum Beispiel, wissenschaftlichen Erfahrungssätzen und Schlussfolgerungen hieraus. Lassen Sie sich in diesem Zusammenhang auch nicht von § 414 ZPO verwirren, der vom sogenannten sachverständigen Zeugen spricht. Der sachverständige Zeuge ist ein solcher, der aufgrund besonderer Sachkunde zu besonderen Beobachtungen und Wahrnehmungen befähigt ist. Auch der sachverständige Zeuge ist ausschließlich Zeuge. Ich würde Ihnen nun empfehlen, dass Sie die Paragraphen 373 fortfolgende ZPO zumindest einmal überfliegen. Die Theorie zum Ablauf der Vernehmung eines Zeugen muss man nicht im Einzelnen kennen. Sie spielt in der Urteilsklausur auch keine allzu große Rolle. Allerdings sollte man zumindest grob wissen, wie ein Zeuge vernommen wird. Ich gehe davon aus,
dass Sie dies insbesondere auch in Ihrer Stationsausbildung lernen werden. Schauen wir uns also die wichtigsten Schritte an. Ein Zeuge wird zunächst grundsätzlich alleine, insbesondere in Abwesenheit der später zu vernehmenden Zeugen, vernommen. Der erschienene Zeuge wird über seine Wahrheits- bzw. Beeidigungspflicht belehrt. Im Anschluss wird er zur Person vernommen. Sofern ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht, wird er hierüber belehrt. Sollte ein zeugnisverweigerungsberechtigter Zeuge das Zeugnis verweigern, ist die Vernehmung damit beendet. Anderenfalls wird nun der Zeuge zur Sache vernommen, wobei er zunächst im Zusammenhang schildern soll und im Anschluss das Gericht bzw. die Parteien und Prozessvertreter Fragen stellen können. Danach wird die protokollierte Aussage genehmigt und das Gericht entscheidet über die Beeidigung, die im Übrigen in der Praxis sehr selten ist. An dieser Stelle will ich nur kurz darauf hinweisen, dass Fragen an den Zeugen unter Umständen auch unzulässig sein können, worüber das Gericht gegebenenfalls nach § 397 Absatz 3 ZPO zu entscheiden hat. Unzulässigkeit der Frage kann sich zum Beispiel aus § 383 Absatz 3 ZPO ergeben. Daneben sind allerdings auch noch weitere Fälle denkbar, die jedoch an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden müssen. Wenden wir uns nun der Parteivernehmung zu, die in den § 445 fortfolgende ZPO geregelt ist. Eine Partei kann hiernach als solche ein Beweismittel darstellen. Für die Parteivernehmung ist dabei, wie vorhin bereits kurz erwähnt, immer ein förmlicher Beweisbeschluss nach § 450 Absatz 1 ZPO erforderlich. An dieser Stelle ist es für das Verständnis sehr wichtig, dass man die Parteivernehmung von der bloßen informatorischen Anhörung einer Partei abgrenzt, die zum Beispiel in den § 141 und 273 Absatz 2 Nummer 3 ZPO vorgesehen und in der Praxis sehr häufig ist. Das Gericht kann auch aufgrund formloser Anordnung jederzeit eine Partei informatorisch anhören. Das Gericht wird dies häufig zur Sachaufklärung tun. Hierbei ist nun zu beachten, dass in diesem Fall die Partei kein förmliches Beweismittel darstellt. Dennoch kann das Gericht die Angaben einer Partei im Rahmen einer informatorischen Anhörung später im Rahmen der Beweiswürdigung ähnlich einem Beweismittel würdigen. Dies ergibt sich aus § 286 Absatz 1 ZPO, wonach bei der Beweiswürdigung der gesamte Inhalt der Verhandlungen zu berücksichtigen ist. Hierzu gehören auch die Angaben einer Partei im Rahmen einer bloßen informatorischen Anhörung. Die förmliche Parteivernehmung dagegen setzt, wie bereits ausgeführt wurde, einen förmlichen Beweisbeschluss und die Einhaltung der weiteren Vorschriften der § 445 fortfolgende ZPO voraus. In der Praxis werden Sie im Übrigen feststellen, dass eine förmliche Parteivernehmung höchst selten stattfindet. Das hängt auch damit zusammen, dass, wie bereits ausgeführt wurde, eine formlose, informatorische Anhörung jederzeit möglich und im Regelfall auch ausreichend ist. Schauen wir uns hier zumindest kurz die theoretischen Voraussetzungen für die Vernehmung einer Partei an. Wir machen uns zunächst klar, dass das Gesetz nicht völlig voraussetzungslos die Vernehmung einer Partei zulässt, sondern an vergleichsweise strenge Voraussetzungen knüpft. Diese sind in den § 445, 447 und 448 ZPO geregelt. § 445 betrifft die Vernehmung des Beweisgegners. § 447 ZPO jene des Beweispflichtigen selbst. In der Praxis und auch in der Klausur
wird sehr selten die Vernehmung des Gegners beantragt, weil der Beweisführende immer damit rechnen muss, dass der Gegner zu seinen eigenen Gunsten aussagen wird. Die Voraussetzung des Paragraphen 447 ZPO wiederum ist im Regelfall nicht gegeben, weil dies das Einverständnis des Gegners mit der Vernehmung des Beweispflichtigen voraussetzt. Die im Übrigen von Amts wegen theoretisch denkbare Parteivernehmung gemäß § 448 ZPO wiederum setzt eine gewisse Anfangswahrscheinlichkeit für die Wahrheit der bestrittenen Behauptung voraus und dass sonstige Beweismittel bereits ausgeschöpft sind. Wenn es um die Aufklärung von Vier-Augen-Situationen geht, kann eine Parteivernehmung gemäß § 448 ZPO in Betracht kommen, sofern hierdurch zwischen den Parteien Waffengleichheit hergestellt werden kann. Dies betrifft etwa den Fall, in dem eine Partei mit einem potenziellen Zeugen etwas besprochen hat und der Inhalt der Besprechung nun umstritten ist. Die eine Partei, die nicht an der Besprechung teilgenommen hat, könnte sich nun auf den Zeugen beziehen. Die Partei hingegen, die an der Besprechung teilgenommen hat, nicht. In einem solchen Fall gebietet es der Grundsatz der Waffengleichheit, der letztgenannten Partei notfalls die Parteivernehmung zu ermöglichen. Wobei man allerdings auch in diesem Fall hinzufügen muss, dass eine informatorische Anhörung dieser Partei im Regelfall ausreichen dürfte, um Waffengleichheit herbeizuführen. Blicken wir nun auf den Sachverständigenbeweis, der in den Paragraphen 402 fortfolgende ZPO geregelt ist. Wie bereits vorhin dargestellt, berichtet eine Sachverständige nicht von selbst wahrgenommenen Tatsachen, sondern von Erfahrungssätzen bzw. von Tatsachen, die sie nicht aufgrund ihrer Wahrnehmung, sondern aufgrund besonderer Sachkunde festgestellt hat. Eine Sachverständige schließt typischerweise von sogenannten Anknüpfungstatsachen auf Befundtatsachen. Die Anknüpfungstatsachen, die sozusagen der Ausgangspunkt für die Begutachtung darstellen, werden der Sachverständigen vom Gericht vorgegeben, beziehungsweise zum Teil auch von der Sachverständigen selbst erst ermittelt. In der Praxis ist die Sachverständige ein außerordentlich wichtiges Beweismittel. Zum Beispiel in Schadenersatzprozessen wegen eines Verkehrsunfalls wird häufig auf verkehrstechnische oder auch Schadensgutachten zurückgegriffen. Am Rande will ich darauf hinweisen, dass die Klärung von Rechtsfragen nicht an Sachverständige ausgelagert werden kann, weil die Klärung der Rechtslage gerade Aufgabe des Gerichts ist. Eine Ausnahme hierzu finden Sie in § 293 ZPO. Was sollten wir alles zum Sachverständigenbeweis wissen? Zunächst sollte man den Verweis in § 402 ZPO auf die Vorschriften des Zeugenbeweises beachten. Im Grunde sind also die Paragraphen 373 fortfolgende ZPO entsprechend anwendbar. In den Paragraphen 403 fortfolgende ZPO finden wir dann gesonderte Normen, die nur den Sachverständigen betreffen. Der Sachverständigenbeweis erfordert grundsätzlich einen Beweisantrag, wie sich aus § 403 ZPO ergibt. Ausnahmsweise kann das Gericht gemäß § 144 Absatz 1 ZPO auch von Amts wegen einen Sachverständigen einschalten. Welcher Sachverständige konkret beauftragt wird, entscheidet das Prozessgericht gemäß § 404 ZPO. An dieser Stelle eine kurze Bemerkung zu Gutachten, die von einer Partei vorgerichtlich in Auftrag gegeben wurden und im Anschluss dem Gericht vorgelegt werden. Bei solchen Gutachten handelt es sich um sogenannte Privatgutachten. Der jeweils beauftragte Sachverständige ist nicht Sachverständiger
im Sinne der Paragraphen 402 fortfolgende ZPO. Ein Privatgutachten ist damit letztlich nichts anderes als mehr oder weniger qualifizierter Parteivortrag. Das Privatgutachten als solches ist damit grundsätzlich nicht als Sachverständigenbeweis verwertbar. Im Übrigen finden Sie bei den Paragraphen 403 fortfolgende ZPO weitere Vorschriften, die bestimmte Pflichten der Sachverständigen im Einzelnen vorsehen. Diese müssen wir hier nicht im Einzelnen besprechen, da sie insbesondere auch für die Klausur wenig ergiebig sind. Beachten sollte man im Übrigen noch, dass nach der Einholung eines Sachverständigengutachtens die Parteien keinen Anspruch auf ein zweites Gutachten bzw. ein sogenanntes Obergutachten haben. Ein zweites, neues Gutachten ist allenfalls nach § 412 ZPO geboten. So, die Personalbeweise haben wir damit abgehandelt. Blicken wir als nächstes auf den sogenannten Augenschein. Die insoweit relevanten Normen finden wir bei den Paragraphen 371 fortfolgende ZPO. Was ist Augenschein? Augenschein ist die unmittelbare, durch das Gericht erfolgende sinnliche Wahrnehmung der äußeren Beschaffenheit von Sachen oder Personen. Sinnliche Wahrnehmung bedeutet dabei das Erfassen durch Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Die größte Rolle spielen hierbei in der Praxis das Sehen und das Hören. Wenn daher eine Partei zum Beispiel ein Video oder eine Tonaufzeichnung als Beweismittel verwerten will, dann geschieht dies durch Inaugenscheinnahme. Dabei darf man sich übrigens vom Wortlaut des Gesetzes nicht irritieren lassen. Auch das Anhören einer Tonaufzeichnung gilt als Augenschein. Eine Inaugenscheinnahme stellt es im Übrigen auch dar, wenn das Gericht einen Ortstermin durchführt, um sich über die äußeren Gegebenheiten an einem bestimmten Ort Kenntnis zu verschaffen. Entsprechendes ist auch in § 219 Absatz 1 ZPO angelegt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis für die Klausur. Gerade bei der Verwertung von Augenscheinsobjekten kann das Problem auftauchen, ob die Verwertung rechtmäßig ist oder infolge eines Beweisverwertungsverbotes rechtswidrig. Diesem Problem der Beweisverwertungsverbote werden wir uns später noch einmal gesondert beschäftigen. Kommen wir schließlich zum Urkundenbeweis im Sinne der Paragraphen 415 fortfolgende ZPO. Dabei sollten wir uns zunächst klar machen, was eine Urkunde überhaupt ist. Urkunde im Sinne der ZPO ist jede in Schriftzeichen erfolgte Verkörperung einer Gedankenerklärung. Sie erkennen hier vielleicht, dass diese Urkundendefinition von jener aus dem materiellen Strafrecht durchaus abweicht. So ist zum Beispiel für die Urkunde im Sinne der ZPO unerheblich, ob der Urheber irgendwie erkennbar ist. Die Paragraphen 415 fortfolgende ZPO müssen nicht im Einzelnen bekannt sein. Allerdings sollte man sich eine grundsätzliche Unterscheidung vor Augen führen, die dort angelegt ist. Die ZPO unterscheidet nämlich zwischen öffentlichen Urkunden und Privaturkunden und misst ihnen eine unterschiedliche Beweiskraft zu. Überhaupt muss auf den Umstand hingewiesen werden, dass wir in den Paragraphen 415 fortfolgenden ZPO hier und da auch Beweisregeln finden. Das heißt, dort finden wir Vorschriften dazu, ob in einem bestimmten Fall das Gericht eine Tatsache im Rahmen der Beweiswürdigung als bewiesen oder als nicht bewiesen anzusehen hat. Dies ist durchaus eine Besonderheit, weil grundsätzlich § 286 ZPO, wie wir noch sehen werden, den Grundsatz der freien Beweiswürdigung, also grundsätzlich
die Abwesenheit von Beweisregeln vorsieht. Schauen Sie sich nun zunächst die Paragraphen 415, 417 und 418 ZBO an. Dort finden Sie Regelungen zur Beweiskraft der dort genannten öffentlichen Urkunden. Paragraph 415 ZBO betrifft die Beweiskraft öffentlicher Urkunden über eine Erklärung. Ein praxisrelevantes Beispiel hierfür wäre eine notarielle Urkunde, in der zum Beispiel der Abschluss eines Kaufvertrages über ein Grundstück beurkundet wurde. Wie sich aus § 415 ZPO ergibt, ist mit einer solchen öffentlichen Urkunde die Abgabe der hier entsprechenden Erklärung bewiesen. Nicht bewiesen wäre im Übrigen die inhaltliche Richtigkeit der Erklärung. § 417 ZPO regelt die Beweiskraft öffentlicher Urkunden über amtliche Anordnungen, Verfügungen oder Entscheidungen. Damit sind zum Beispiel Straf- oder Zivilurteile gemeint oder auch schriftliche Verwaltungsakte. In einem solchen Fall wird durch die öffentliche Urkunde der volle Beweis über den Inhalt der Entscheidung geführt. Ob die Entscheidung inhaltlich richtig ist, steht auf einem anderen Blatt. Insoweit hat die öffentliche Urkunde keine Beweiskraft. Beachten Sie im Übrigen noch § 418 ZPO hinsichtlich der Beweiskraft sonstiger öffentlicher Urkunden. Ein praxisrelevantes Beispiel für eine Urkunde, die unter diese Vorschrift fällt, wäre die sogenannte Postzustellungsurkunde bzw. PZU, die in § 182 ZPO vorgesehen ist. Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die Privaturkunde. Hierfür finden wir eine Vorschrift in § 416 ZPO. Eine Privaturkunde ist letztlich jede Urkunde, die keine öffentliche Urkunde im Sinne der vorgenannten Vorschriften ist. Insbesondere bei schriftlichen Verträgen spielt diese Norm eine gewisse Rolle. Gemäß § 416 ZPO wird durch eine Privaturkunde, sofern sie echt ist, nur der Beweis für die Abgabe der beurkundeten Erklärungen durch den Aussteller geführt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung bei schriftlichen Vertragsurkunden grundsätzlich davon ausgeht, dass eine Urkunde auch vollständig ist, das heißt, derjenige, der sich auf eine mündliche Vereinbarung beruft, die von der schriftlichen Urkunde abweicht, muss diese mündliche Abrede auch darlegen und beweisen. Schließlich verweise ich noch auf die Paragraphen 439 fortfolgende ZPO. Die Beweiskraft gemäß Paragraph 416 ZPO knüpft an echte Privaturkunden. Gemäß § 439 ZPO muss sich der Gegner desjenigen, der zum Beweis eine Privaturkunde vorlegt, zur Echtheit erklären. Falls die Echtheit der Urkunde bestritten wird, muss gemäß § 440 Absatz 1 und Absatz 2 der Beweis der Echtheit geführt werden. Insoweit ist auch eine sachverständige Schriftvergleichung nach § 441 ZPO möglich. Sehr schön, damit sind wir am Ende dieses Beitrages angelangt. Das nächste Mal werden wir das Beweisrecht abschließen, indem wir uns der Beweiswürdigung zuwenden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen behilflich sein und würde mich freuen, wenn Sie mir einen Daumen nach oben hinterlassen. Machen Sie es gut!